Hello. Hei, eikö sä varat rei? Kyllä varain video mea. Mä kymmin lang ytti luun. Mä jankat finne ofan te reden van ofiel van ans tjän de schraf verstuun, ofiel van ans han verlang de schraf te verstuun. Er er ofiel van ans zijn roi te goon van God ans schrecken wel. Ja, ik zijn mij zeker dat vele van ons de meinten dat verken dat wie sollen wir wat doen? Wie sollen andere Menschen wir gewoon something vertalen von der Bibel? Aber wir wehren uns. Wir looten uns nicht schrecken von den Helden Jazz. Wir haben etwas was falsch zu lesen. Das sind Apostelgeschichte 8 von Vers 6. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Du weißt, was falsch ein bisschen zu lesen. Ich wollte nicht all aber. Sagt, wie sie den Herrn sehen, Engel zu Philippus, gut sieht in dem Weich, der durch die Wildnis von Jerusalem der Gasse geht. So, ich habe gesagt, den Herrn sehen, Engel hat Philippus geschickt. Und ich glaube, der wisst hier noch nicht mal, wo er soll gehen, bis ihm wird geschickt. Aber wir Pferden würden reizen, wir würden Fuß gehen. Wir würden Pferden, glaube ich, nicht mal ab ihrem Zweiten, wo wir gehen. Der Geist würde uns das Luther offenbaren, was wir sollen tun, aber. Wir machen reit sein zum Gehen, wenn die Gäste uns sagt, dass wir sollen gehen. Weil Luther würde uns das erklären und klar merken, was wir sollen tun. Dann Vers 2, Vers 28, du sagst, und ab dem weichen Hüß sollte er ab dem Wehren in los der Bürg vom Prophet Jesaja. Das ist, wo ein Mann ab dem Wehren mit führt in los der Bibel. Wie viele von uns sind, von der die Bibel lesen und verstehen aber nicht, was sie da lesen. Bloß, wir haben das gelehrt, wie man die Bibel lesen, aber wir machen nicht verstehen, was da geschrieben ist. Aber wir haben nicht gelehrt, das verstehen, wie ich muss sagen. Und das habe ich gerade so. Die können die lesen, oder die lassen die immer, aber die können das nicht verstehen. Und das fehlt, dass die noch mehr erklären, dass, was das meint. Und dann verschneint, finde ich, sage ich, die Jesus sagte, Philippus, geh und hol die bei den Wehren ab. Da der Jesus hat zu Philippus gesagt, er soll dich bei dem Wehren abhauen, wo der Mensch die Bibel liest. Dann ran Philippus nach dem Wehren und hier dort der Mann den Prophet Jesaja los. Philippus fragt, und verstehst du auch, was du lesen darfst? Er sagt, wo kann ich, wenn mir dort keiner ausläuft? Und er lädt Philippus an, abzustehen und sich bei ihm da zu sein. Da du sagst einfach, wo kann ich dort verstehen? Wenn wir das keiner einlassen. Ich weiß erst neulich, dass wir Menschen brücken, was uns das einlassen, dann was in der Bibel ist. Wir können das Pferd und Gott lesen, aber wir können das nicht verstehen. Und wie wir in das dort gelehrt, wir müssen das nicht verstehen. Wir müssen nicht wissen, was du geschrieben hast. Was hauptet ihr dann noch lesen? Was hauptet ihr nicht? Wenn wir das lesen und wir über nicht machen wollten, was das schreibt. Und ich wollte, es sei ja neulich, wie Brückenmenschen, was uns das einlassen dann. Und ich wollte auch viele von uns, holen sich drei, wie gehen nicht, wenn die Jesus was haben, wie sollen gehen, ohne das erklären. Ich wollte, es sind viele Menschen, die lesen die Bibel, aber keiner erklärt dir dort, was das meint. Und ich wollte, es sind viele Menschen, die kommen das Pferd an. Soll man ja mal gehen, was sie was sagen, mit was in der Bibel mal vertrauen, aber wir haben Angst für Menschen. Und gerade die Menschen, die ich habe, wir wollen uns das tun wenig. Und wir bedürfen, was die Menschen sagen. Und wir sind gerade Freunde, da was die Medaille waren, da was die mir nicht mehr gleichen, meint das auch. Und wir wollen vielen Leute hier mit Menschen Freunde haben, und es steht, dass wir Gott wollen und Freunde haben. Und es steht, dass wir dort tun, was die Gäste uns sagen, was wir sollen tun. Aber das ist, mit dort, wo wir nicht durchkommen, ab Herrscht ein. Und dort wird nicht immer uns fremd bleiben. Wir wollen noch mit Jüren wollen, lieber mit Gott fremd sein, als hier mit Menschen fremd. Also, wir sollen Gottes Feier, die Menschen fahren, bis wir ganz loslöten und löten uns schrecken, wo immer die Gäste uns zwar haben. Dann verschfahren da, ich sage, der Beamte fragt Philippus, sei mir, von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von wem anderen? Ja, die lesen du
in Jesaja 53, vers 7 en 8. Dat zijn de bedvers wat hij doet lezen daar. Wat hij dan erklaren daar wordt op mij. Dat hij reed, dat is van het Oude Testament, maar dat reed toe al van Jezus. En dat is hoe deze mens gelezen heeft. Dat is een beambte dat hij is. Om het uit voor hij voor een aan te bieden. Ik weet je dan niet hoe, maar. En wees dit een beambte mens, die heeft de Bibel gelezen, maar weet niet wat hij lezen heeft. En die las de Jesaja 53, vers 7 en 8. Die versen, die kan je nu lezen, zelfs. En dan wil je graag weten wat deze mens wordt op de wereld met voor wat hij gelezen heeft. En dan hier weer vers 34. Dan fängt Philippus gerade mit der Schrift der an und predigt an das Evangelium von Jesus. Als sie wieder reisen, kommen sie bei einem Bruder und der Mann sagt, check hier aus, Bruder, warum soll ich mich nicht deuten lassen? Philippus sagte ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kommen wir dort down und heute sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Wie viele von uns wollen nicht von der Tür stehen, ich glaube, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Wir glauben, dass Fährten, aber wir bewiesen, dass wir uns leben nicht. Und wir machen das auch bewiesen, dass sehr viele Menschen, die bekämpfen von der bloß eins, wo wir leben, dann wie, besonders wie Deutsche, wie plattdeutsche Menschen, wie nennen uns Christen, und leben das Fährten, aber sehr lange nicht üt. Aber über die ganze Welt ist das so bekannt, dass die Deutsche dort sind, die Christen. Und uns wird vielmals bloß bekämpft, wo die Christen leben, dann. Und wenn das nicht zu sein ist, dass das ein Trost ist, wo soll ein anderer Mensch dann noch nach Gott kommen? Möchte ein Trost zu werden. Ja, wir machen das mit unserem Leben auch bewiesen und wir machen auch Reisen zum Gehen, wenn die Jesus verhauen. Wir sagen, wir können uns nicht immer bloß wehren. Wir wollen nicht von, dass wir morgen noch wollen gelegen haben. Wir können nicht so denken, ich will Luther noch. Und wir wollen schon mal, dass wir Luther noch wollen gelegen haben. Dann wir machen das Krieg dann down, wenn die Herr will haben. Und ich habe vierten Gedanken an, wie soll man die Menschen mal von Gott reden, mal sagen, was wir in der Bibel gefunden haben und was Jesus Christus für uns getan hat, dass er uns geraten hat, er hat sein direktes Blut vergoten und hat unsere Sinnen betont mit seinem Blut. Wir machen das annehmen, das ausleben und dort Menschen dort mitteilen, was er für uns getan hat. Ich wünsche dir, könntet haupen, wünsche dir, könntet am Serien sein, und dass du wirst mitkriegen, die Bibel zu lesen, und dir dort Leuten erklären, was du in der Bibel lesen darfst. Dankeschön für dein Herz.